Die Professoren sagen, wir generieren viel Geld. Und mit diesem Geld können wir uns den Luxus erlauben, in dem Umweltschutz und im Klimabereich eine Art Vorreiter für die Welt zu spielen, den wir zeigen, Wirtschaftswunder und Klimaschutz gehen zusammen. Und wie machen wir das Geld? Erstmal müssen wir Geld generieren. Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Hier stellen Sie sich vor, mein Hausarzt hätte hier seine Praxis. Er würde mir spaßmachende, entertainmentmäßig aufgebaute Ernährungskurse, Gesundheitskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitsgemeinde, eine Gemeinde gesunden Lebensstils würde entstehen und die Leute, irgendwann kommen vielleicht mit Comedians gemachte Kurse und dann kommt auch der Letzte, der sich eigentlich gar nicht für gesundes Leben interessiert, geht trotzdem mal hin und kriegt dann so in Comedian-Style auch wieder wichtige Informationen und wird vielleicht auch gewonnen für diese Gesundheitsgemeinde. Dadurch geht die Zahl der operierten Personen etwas zurück und so weiter. Wenn ich nie krank werde, kriegt mein Hausarzt am meisten Geld für mich von Monat zu und Jahr zu Jahr ausgeschüttet. Wenn ich häufiger krank werde, etwas weniger. Und das Gleiche machen wir mit dem Lebensmittelhändler. Der wird verstanden als Teil des Gesundheitswesens, indem er einfach aus den eingesparten Geldern in den Krankenversicherungen einen Gewinnzuschlag kriegt, wenn ich mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte zukünftig einkaufen gehe und er seinen Markt von sich aus einfach in einen Gesundheitsmarkt umwandelt. In der Ecke gibt es die ungesunden Sachen, in der Mitte gibt es die gesunden Sachen, Gemüse, frisches Obst und so weiter und alles wie so eine Art Landschaft mit einer Ernährungsberaterin vielleicht, die dann die Leute berät darüber und so eine Art Gesundheitsverführungslandschaft. Und dann arbeiten der Hausarzt und der Supermarkt zusammen quasi, die Supermärkte zusammen. Und wenn wir alle seltener krank werden, entstehen überall freie Gelder. Die Wirtschaft hat weniger Schaden, wird reicher sozusagen. Die Krankenversicherungen haben mehr bilden finanzielle Rückstände. Und daraus können wir uns dann, einen Teil der Gelder können wir dann rüber tun ins Klima und in den Umweltschutz und können uns dann den Kohlestopp 2026 leisten, indem wir uns dann auch noch fürsorglich um all die arbeitslos werdenden Mitarbeiter kümmern, sodass die dann auf schnellsten Wege in neue Jobs kommen und so weiter. Wie klingt dieses Grundmodell? Das war jetzt die Schnellversion. Für mich klingt das teilweise auch schon ein bisschen utopisch, dass man das komplette Gesundheitssystem dann so quasi, ich sag mal, neu erfinden würde. Darf ich noch einen wichtigen Fakt dazwischen sagen, damit Sie das auch noch verstehen? So, denn man könnte sich ja fragen, woher nimmt der Arzt die Zeit dafür? Es ist so, dass die Ärzte beklagen, dass sie jeden Tag 50% ihrer Arbeitszeit, mehr als 50% verlieren durch das Abrechnen, den Abrechnungsmodus und die Dokumentationspflichten und so weiter. Das würde alles mit einem Schlag wegfallen. Von einem Tag auf den anderen hätte er 50% mehr Zeit für diese Kurse. Ja? Also er könnte behandeln und seine Kurse veranstalten und irgendwann verschiebt sich alles langsam immer mehr Richtung Kurse, weil die Leute seltener krank werden. Also das ist zur Konkretisierung. Ja, also ich denke vor allem, das ist für mich auch sehr schwer. Ich arbeite ja auch für eine Krankenversicherung, dementsprechend habe ich da auch gewissweit Berührungskontaktpunkte. Ja, weiß ja Deutschland und Bürokratie mit dem kompletten Papierkram dazu, dass das auch dadurch halt sehr viel zeitintensiv ist und eben, wie Sie es auch gerade gesagt haben, dass dort wertvolle Arbeitszeit verloren geht, würde ich auf jeden Fall für was sehr Sinnvolles halten, dass man den Papierkram in der Hinsicht auch, sagen wir mal, weitestgehend halt reduziert. Genau. Ja, also es wäre für mich natürlich eine super Sache, wenn man tatsächlich auch Spaß hätte, zum Arzt zu gehen, sage ich einfach mal. Oder auch diese, sagen wir, Präventionskurse und sowas halt auch in so einem... Man lernt nette Leute dort kennen, das Sozialleben intensiviert sich in der gesamten Viertel und so weiter. Rund um jeden Hausarzt entsteht so eine Art Sozialleben. Ja, bezogen auf den Lebensmitteleinkauf halte ich es für ein bisschen bedenklich, allein da ich glaube, dass die Menschen sich gewissweit durch dieses mit der versicherten Einkaufskarte, wie Sie es erklärt haben, dass es auch da ein Stück weit Richtung Kontrolle geht und dass die Menschen dann befürchten, dass sie sich gesund ernähren müssen, um halt auch die entsprechend... Da müssen wir extrem drauf aufpassen, ja, denn die Professoren sagen, uns geht Freiheit über alles. Jeder darf den ganzen Tag Whisky, Gin und Zigaretten und Schokolade fressen. Wir sind ein freiheitliches Land und wir bleiben es auch.
Das ist den Professoren unendlich wichtig, dass also da keinerlei Druck entsteht, denn alles, was Verbot ist, Verzichtsforderung und Ähnliches, davon halten die Professoren gar nichts. Ja? Also das heißt, das Ganze wird so sein, dass niemand, auch die Daten müssen die Daten laufen dann zusammen beim Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden beim Bundeswahlleiter. Und da müssen ganze Armeen von Kriminalbeamten überwachen, dass da nirgendwo irgendein Missbrauch mit irgendwelchen Daten geschieht. Wir müssen die freiheitliche Gesellschaft bleiben, dass jeder das Recht hat, sich auch tot zu essen. Ja? Ja? Und das garantieren die Professoren. Das wollen sie selber, dass es so sein muss. Ich sehe da nur immer ein bisschen die Gefahr, wenn es jetzt beispielsweise eine x-beliebige Person ist, die, sagen wir, fünfmal die Woche zu McDonald's, Burger King oder sonst etwas geht. Und wenn man sowas dann halt als Datensätze auf seine Versichertenkarte quasi auch irgendwo gespeichert hätte, dass das dann, dass dann die Angst besteht, dass die Leute denken, dass eben durch dieses Ess- und Kaufverhalten halt auch die Versicherungsbeiträge für eine Krankenkasse jetzt beispielsweise steigen könnten. Das darf niemals sein, denn das ist ja das Prinzip der solidarischen Gesellschaft. Übrigens, das Konzept wurde entwickelt, so in Grundüberlegung, auch in Kooperation mit privaten Krankenversicherungsmodellen, die ja da übrigens dann noch den Begriff der Selbstbeteiligung kennen und so weiter. Aber was ich sagen wollte, ist, genau das würde mit unsere Kriminalpolizei hätte als neue Zusatzaufgabe dafür zu sorgen, dass nirgendwo eine Krankenversicherung anfangen darf, dass jemand, der 100-mal in der Woche zu McDonald's geht, dass der jetzt irgendwie benachteiligt wird. Weil dann wüssten die Professoren genau, dann würde es niemals eine öffentliche Zustimmung zu diesem Modell geben. Und deswegen, die Professoren sind auch, die fühlen auch so freiheitlich, ja? Und haben nichts mit irgendwelchen Vorschriften und so weiter. Das hassen die regelrecht. Die gehen als Wissenschaftler davon aus, dass Menschen, wenn sie in ihrer Freiheit auch nur im geringsten eingeschränkt werden sollten, mit Reaktanz reagieren, wie das in der Wissenschaft heißt. Also mit Trotz und Aufbegehren und Protest und so weiter. Und das wissen die und deswegen sagen die, das muss alles absolut auf der freiheitlichen Ebene laufen und kein Druck in Richtung... Dass aber dann die ganze Situation so ist, dass es einfach, dass man so ein bisschen milde verführt wird, dass man vielleicht überlegt, ach ja, da könnte ich ja nette Leute kennenlernen bei dem Tanzevent ohne Alkohol und Zigaretten meines Hausarztes, ja. Ach, ich gehe da einfach mal hin. Ich darf ja kostenlos hin, bin ja versichert, ich habe ihn mir ja als Hausarzt gewählt und ich kann da kostenlos hin. Warum nicht? Ich gehe da mal hin. Und wenn dann so eine Art Verführung zur Gesundheit entsteht, dagegen hätten wir nichts. Nee, doch, ich halte das für ein sehr, sehr gutes und auch durchaus wertvolles Zukunftsprinzip auf jeden Fall. Mhm. Wie gesagt, meine größte Sorge ist, glaube ich, die da halt, wie ich es auch eben angesprochen hätte, glaube ich, alle hätten, dass das sich halt negativ auf die... laufenden Kosten und Ähnliches auswirkt. Dementsprechend, so wie Sie das erzählt haben, dass es da wirklich um das Wohl der Menschen geht, dann halte ich das für ein sehr, sehr wertvolles Konzept auf jeden Fall. Also um das Wohl der Menschen geht es eben genau deswegen. Sie schauen auf die Uhr, ich kürze ab, ja. Um das Wohl der Menschen, die Professoren haben halt rausgefunden, dass die Evolution der letzten 400.000 Jahre aus einem einzigen Fehler bestand. Das sogenannte Gute und das Wohl der Menschen wurde nicht beachtet, sondern Gewinne wurden fast immer mit schädlichen Dingen erzielt. Und das müssen wir endlich umdrehen. Wir müssen immer überall, wo etwas unser Wohlbefinden besser ist, es gibt sogar das Konzept der Wohlfühlnoten. Also Gesundheitsdaten und Wohlfühlnoten müssen die Gewinngrundlage für meinen Supermarkthändler sein, ja, und so weiter. Damit eben alles in die richtige, wir müssen quasi die Marktwirtschaft in die richtige Richtung lenken. Das größte Problem für uns im Moment ist, dass die Fridays for Future und Greta Thunberg und besonders die Fridays for Future Leitung eher auf so einem Revolutionstrip sind. Und das ist jetzt so ein realpolitischer Trip. Und deswegen so die Frage, würden Sie den Fridays for Future empfehlen, diesen realpolitischen Plan mal endlich ganz gründlich zu prüfen? Nicht nur 5 Minuten.
Ja, klar. Das ist ja auch dann, ich sag mal, eine Stelle, wo man gewiss weit auch einen Kompromiss finden muss. Man kann nicht radikal sagen, so weg mit denen nach dem Motto. Das sind ja auch nur Menschen, sage ich mal. Genau. Auch die Kapitalisten sind nur Menschen, die in einem tragischen System viel Falsches getan haben, aber auch, weil unsere wirtschaftlichen Zwänge sie dazu gezwungen haben, so zu handeln. Unsere gesamte Wirtschaft ist ja quasi nur auf den Wachstum ausgelegt und ich halte es für eine sehr sinnvolle Sache, die Überschüsse aus allen möglichen Bereichen dann eben auch für die, beziehungsweise gegen den Klimawandel dann einzusetzen. Also abschließend kurzer Tipp an Fridays for Future, beschäftigt euch damit oder nicht? Fridays for Future, also ich bin jetzt ein bisschen zu alt gewesen, als dass ich noch in meiner Schulzeit hätte streiken können oder mich dafür einsetzen können. Ich halte es für eine sehr sinnvolle Sache und wie gesagt, diesen Kompromiss zu finden, halte ich auch für mit einen der wichtigsten Schritte, dass man halt vom komplett radikalen Jetzt oder nie zu einem tatsächlich realistischen Plan, so wie Sie ihn mir vorgestellt haben, auch übergehen muss, auf jeden Fall. Das verstehe ich jetzt mal als Gruß an die Fridays for Future in der richtigen Richtung. Alles klar, danke fürs Interview, gell? Sehr gerne.